Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema: Sprachschwein. Das Thema meiner Präsentation ist das Sprachschwein. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Schon als Kind hatte ich ein Sprachschwein, in das man obendurch einen Schild, eine Münze hineinschieben konnte und unten durch eine Öffnung wieder herausholen konnte. Jetzt hat mein Sohn eines für das Geld, was er als Geschenk bekommt. Ein klassisches Sprachschwein besteht aus Keramik und hat die Form eines Schweines. Heute findet man es jedoch auch in vielen anderen Materialien und auch Farben. Also ich habe genug Erfahrung mit Sprachschweinen, weil ich Geld sofort ausgebe, wenn ich es rumliegen sehe. Deswegen mache ich immer meine Geldscheine in ein Sprachschwein rein. Als ich vor fast 5 Jahren auf eigenen Füßen stand und Geld verdiente, machte ich das regelmäßig. In einem Jahr sammelte ich folglich etwa 1000 Euro, um in Urlaub zu fahren. Die Situation in meinem Heimatland ist ein bisschen anders als in Deutschland. Da bekommen alte Menschen wenig Rente. Und deswegen versuchen sie schon als junge Leute Geld zu sparen für ihre Zukunft. Dabei dachten sie noch, dass ihr Geld bei ihnen in sicheren Händen ist und nicht in der Bank, die bankrott gehen kann. Egal ob Geburtstag, Taschengeld, Einschulung oder zum Führerschein. Alle ihre Geldgeschenke wanderten in das Sprachschwein. Oder meistens kaufen sie Gold. Jede Münze hat aber 2 Seiten. Also es gibt ein paar Nachteile und auch Vorteile. Als Vorteil höre ich häufig das Argument, dass wir mit Kreditkarten meistens schneller Geld ausgeben, weil man nicht mehr eine Münze oder einen Schein in die Hand nimmt. Das Gefühl des Verlustes fällt. Das Sprachschwein hilft uns bewusst mit unserem Geld zu handeln. Außerdem ist es erfreulich, bringt Spaß und sparen tut doch jeder gern. Aber das Sprachschwein hat auch einige Nachteile. Zum Beispiel jemand kann dein Geld aus dem Sprachschwein klauen. Mit Bargeld können Jugendliche auch für illegale Dinge bezahlen, zum Beispiel Drogen. Außerdem könnt ihr Geld nicht investieren und Zinsen bekommen, so wie die Bank das anbietet. Zusammenfassend wollte ich sagen, dass man nicht unbedingt ein Sprachschwein haben soll. Man kann auch schon als Kind ein Konto haben und in der Bank sparen. Jetzt möchte ich Schluss machen und mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.